Morgen. So, wo ist das Dokument? Ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist. Da. Mein Herr. Wir lernen immer mehr Griechisch. Das finde ich toll. Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der zweiten Stufe übersetzen. Das heißt, wenn wir nochmal einen griechischen Monolithen sehen, müsste das eigentlich klappen. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das Wasser geht höher. Wir können es noch höher machen, indem wir das hier aufhacken. Drücken Sie RS. Einmal haben wir hier einen Münzhaufen, zwei Münzen immerhin. Und dann müssen wir da hoch. Gott, oh Gott. Nee, das reicht nicht. Aber wir kämen schon mal höher. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Lasst mich nachdenken, lasst mich nachdenken. Also wir werden immer gleich runtergeschubst, dadurch, dass das zu hoch ist. Vielleicht sollte ich das da aufmachen. Das müsste klappen. Springen wir einmal rüber. Sehr schön. Das war der richtige Weg. So kommen wir oben rum. Jetzt kommen wir auch hoch genug, um endlich in die Mitte zu gelangen. Gefunden. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Okay, jetzt so schnell wie möglich rausschießen.
Kopftreffer, 20 Erfahrungspunkte zusätzlich. Und nichts wie weg. Ich hätte die noch vorher looten sollen. Verdammt. Drücken Sie LS zum Sprinten. Sprinten lohnt sich gar nicht, weil hier so viel nebenbei passiert. Okay, nichts wie raus. Das Croft-Anwesen, Surrey, in England. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja. Aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Uns nicht auf! Scheiße!
Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Hörst. Kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Ein kaltes Willkommen. Finden Sie einen Unterschlupf. Erstmal willkommen, Lara, in der Gegenwart. Wir sind also jetzt in Sibirien und versuchen uns hier irgendwie durchzumogeln. Ich muss mal kurz gucken, ob hier oben schon irgendwas rumliegt. Nein. Gut, dann haben wir schon mal nichts verpasst. Das ist super. Wir werden uns jetzt wieder weiter nach vorne bewegen. Ich muss mich bewegen. Das tust du ja, Pippi. Also brauch erst natürlich ein bisschen Wärme. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Unter einer Lawine begraben zu sein, ist nicht ganz so schön. Ein altes Camp. Glücklicherweise. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Okay, wenn das funktioniert. Ein kaltes Willkommen, sammeln Sie Material für ein Feuer. Unterschlupf 0 von 3. Überlebensinstinkte. Mit RS können wir natürlich gucken, was eignet sich zum Feuermachen. Hölzer. Mal sehen, ob wir auch genügend finden. Also hier sind zumindest schon mal ein paar. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ah, das wird schon, Pippi. Hier vorne liegt auch noch ein Hirsch rum. Den nehmen wir mit. Herstellungsmittel. Ernten Sie Pflanzen und häuten Sie Tiere. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Zurück zum Camp. So, das war unser erster Hirsch. Jetzt müssen wir erstmal ein Feuerchen machen. Ansonsten wird's ganz schön kalt. Los, verdammt. Ah, komm schon, Lara. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Waffen-Upgrades. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Alternative Outfits. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten.
Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Der provisorische Langbogen. 0% abgeschlossen, ein schmuckloser, aus Ästen hergestellter Bogen, aber einfach und zuverlässig. Den können wir jetzt upgraden. Dann wollen wir mal gucken, womit. Wir brauchen dafür 3x Holz, wir haben 4, und 3x Tierhaut, wir haben 4. Das würde reichen, um den Schaden ein wenig zu erhöhen. Verstärkte Wurfarme, neues Upgrade. So, das ist durch. Damit haben wir jetzt schon mal einen stärkeren Bogen. Außerdem können wir noch einen Fähigkeitenpunkt vergeben. Ich glaube sogar 2. Geil. 2 Fähigkeitenpunkte können rein. Kämpfer, Nahkampf- und Heilungsfähigkeiten gibt es einmal. Dann Jäger, Jagd- und Plünderfähigkeiten und Überlebender, Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Wir werden natürlich versuchen, erst einmal auf Materialiensuche bzw. Erfahrungspunkte Steigerung zu gehen. Gucken wir erstmal bei Kämpfer, was es trotzdem noch gibt. Sie erleiden weniger Schaden durch feindliche Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz-aus-Stein-Fähigkeit. Eisenhaut. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosionen und Feuer. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ausweichkonter und effizienter Killer. Wir nehmen erstmal dickhäutig. Am Anfang werden die noch nicht allzu viele Explosionen einsetzen. Der Rest kommt also später. Dann haben wir Pfeile wiederfinden, ist nicht so wichtig. Atemkontrolle ist nicht wichtig. Plünderer erhöhen sie die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Leichen finden, auch nicht. Tierische Instinkte. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen sind. Das ist mir auch noch egal. Schnelle Herstellung. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreiche Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erleidet. Was? Die durch hergestellte Objekte erledigt. Oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Das ist schon mal wichtig. Brandbomben. Leichtfuß, landen sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden, rollen sich bei der Landung mit B ab. Eifriger Lerner. Erhalten sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte, Herausforderungen. Und Auge für Details, finden sie mit Überlebensinstinkten leichte Herausforderungsobjekte. Ja, geil. Ja gut, also es gibt 3 Dinge, die ich auf jeden Fall haben möchte. Einmal, das hier, listenreicher Kämpfer. Dann eifriger Lerner und Auge für Details, dass wir gleich das mit den Herausforderungen finden. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Dann können wir die nämlich im ersten Durchgang gleich fertig machen. Als nächstes wird dann eifriger Lerner und listenreicher Kämpfer kommen, sobald wir genügend Erfahrungspunkte für einen weiteren Fähigkeitenpunkt haben. Danke, Lara! So, wir sind also... Schnellreise. Oh, da ist aber nichts verfügbar. Jetzt hier in Sibirien angekommen. Haben nochmal 150 Erfahrungspunkte bekommen. Blutsbande freigeschaltet durch die ganzen DLCs, die wir gekauft haben im Laufe der Zeit. Dann auch von 2015 bis heute haben wir noch weitere Möglichkeiten, um irgendwo hinzugehen. Blutsbande ist zum Beispiel das alte Croft-Anwesen. Und dann gibt es auch noch Baba Yaga. Aber Baba Yaga kommt später. Dafür müssen wir erstmal das dazugehörige Lagerfeuer finden. Ich danke euch erstmal an dieser Stelle fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir uns um Sibirien kümmern. Bis nachher.